Ja, hallo Leute, wir schreiben den 13. November und wir haben einen neuen Trainer in Nürnberg zu begrüßen. Der Jens Keller leitet sein erstes Training hier am Pfalzner Weiher. Und ich habe ihn auch kurz vorher mal angesprochen, ob er sich zutraut, dass er das Chaos da beseitigt kriegt bei uns. Und der Trainer meint, der neue, wir schaffen das. Aber das sagt uns die Bundeskanzlerin auch schon eine ganze Zeit lang. Also da müssen wir ein wenig vorsichtig sein mit solchen Aussprachen. Aber ich denke, es wird neuer Mut hoffentlich in die Mannschaft zurückkehren. Es wird hoffentlich der neue Trainer in der Lage sein, den Jungs genügend Selbstvertrauen zu geben. Denn bedauerlicherweise hat er ja sein erstes Spiel gleich im Derby gegen Fürth. Und wir kennen ja das Nürnberger Publikum, wir wissen ganz genau, wie das ausgeht, wenn wir in Fürth verlieren sollten. Dann wird der neue Trainer gleich wieder niedergemacht. Also ich wünsche ihm von ganzem Herzen ein gutes Gelingen hier in Nürnberg. Vor allen Dingen einen Derby-Sieg in Fürth oder knapp Fürth. 11 Tage sind es noch bis dahin, Leute. Und dann schauen wir mal, wie das unter dem neuen Trainer jetzt weiterläuft. Vergessen wir die alte Zeit, vergessen wir die schlechten Leistungen, die wir bisher gesehen haben. Denn wir haben wirklich leider sehr schlechte Leistungen zu sehen gekriegt. Speziell am letzten Sonntag gegen Bielefeld, Entschuldigung. Wo ich wirklich der Meinung war, dass man mit der Marek Mindal an der Seitenlinie dann doch eventuell ein bisschen mehr Begeisterung versprühen wird auf dem Platz. Davon war leider nichts zu sehen. Mir hat der Marek leid getan, mir tut der junge Torwart eigentlich leid, der von der Abwehr ständig im Stich gelassen wird. Aber jetzt reden wir mal nicht mehr über die Vergangenheit, sondern schauen wir einfach in die Zukunft und hoffen, dass jetzt langsam wirklich alles besser wird, dass wir im Derby ein gutes Abschneiden haben, ob wir das jetzt gewinnen oder unentschieden spielen, egal. Dass unter dem neuen Trainer jedenfalls endlich einmal neue Zuversicht auch aufkommt und dass man am Weihnachten wieder nicht mehr ganz so belämmert aus der Kiste schaut wie bisher. Schrei vor Frucht mit Fruit to Go. Fruit to Go von Frankenbrunnen.